Herzlich willkommen zur Gesprächssendung Drei kluge Köpfe. Meine Damen und Herren, Frankfurt wächst. Jeden Tag kommen 42 Neubürger in die Stadt und die Neubürger wollen, müssen alle irgendwo wohnen. Und genau da kommt unser heutiger Gast ins Spiel. Ihm gehören mehr als 50.000 Wohnungen, natürlich nicht ihm persönlich. Er ist der Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Frank Juncker. Herzlich willkommen. Herr Juncker, was kostet pro Quadratmeter Ihre teuerste Wohnung? Die teuerste Wohnung im Moment kostet pro Quadratmeter in etwa 13,50 Euro. Aber in diese 13,50 Euro sind dann inkludiert Heizkosten und die Kosten für ein bestimmtes Stromkontingent. Das ist etwas ganz Neues, was wir hier in Frankfurt realisiert haben. Das gibt es ansonsten so nicht. Und wenn Sie das wieder raussubsumieren würden, dann wären Sie bei 11,70 so in der Größenordnung. Also ein bezahlbarer Preis. Es ist bezahlbar, aber es sind für 100 Quadratmeter 1.170 Euro. Kalt in dem Fall. Und das kommt schon für viele Menschen nicht mehr in Betracht. Macht Ihnen die Mietentwicklung in Frankfurt Sorgen? Die Mietentwicklung in Frankfurt ist schon zum Teil besorgniserregend, wobei man dazu sagen muss, das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass der Investor wahnsinnig hohe Anforderungen an eine Rendite hat. Es gibt zwei mietpreisbildende Faktoren, die man mal kurz beleuchten muss. Das eine ist der Preis für Grund und Boden. Und der Preis für Grund und Boden ist im Moment enorm hoch, ob der großen Nachfrage nach Wohnraum und des geringen Angebotes. Und der zweite Faktor sind die Baukosten. Und wenn Sie beides zusammen addieren, dann kommen Sie unschwer auf eine Miete von 12 Euro aufwärts, wenn Sie mal unterstellen, dass der Investor eine Brutto-Anfangsrendite benötigt von zwischen 4% und 5%. Und Brutto heißt, da geht dann alles ab, Instandhaltung, Verwaltung und, und. Das heißt, viel bleibt dann nicht hängen. Und dem kann man aber nur dann entgegensteuern, wenn man beispielsweise erstens mal den Markt nicht komplett ausreizt, das machen wir zum Beispiel nicht, oder indem man bei Neubaumaßnahmen eben auch geförderten Wohnungsbau errichtet, und das tun wir auch. Und die Baukosten sind in Frankfurt höher als andernorts? Die sind in Ballungsgebieten wie Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Stuttgart. Berlin, München, Stuttgart in etwa gleich hoch, aber auch im Verhältnis zu strukturschwächeren Gebieten nimmt sich da nicht viel. Das kann man auch damit erklären, wenn Sie mal 10, 15, 20 Jahre zurückdenken. Da gab es eine Reihe von großen Bauunternehmen, die gibt es nicht mehr. Denken Sie mal an den Holzmann, der ist verschwunden, oder auch andere Unternehmen, die haben gesagt, bauen ist ganz nett, aber das schränken wir ein bisschen ein. Wir sind eher Facility Manager und Dienstleister, die bauen vielleicht auch noch, wenn es sein muss. Und das führt dann eben auch dazu, dass die Kapazitäten auf dem Baumarkt dann eben auch relativ eingeschränkt sind. Herr Juncker, warum muss eine städtische Wohnungsbaugesellschaft überhaupt so hochpreisige Wohnungen bauen? Man könnte ja annehmen, sie sind in erster Linie für die viel zitierte Krankenschwester oder den jungen Polizeibeamten da. Wenn Sie Wohnungen errichten, das war ja das, was ich versucht habe klarzumachen, brauchen Sie eine bestimmte Rendite, sonst vernichten Sie das eingesetzte Kapital. Und das führt dann dazu, dass das Unternehmen, das hat jetzt mit der ABG gar nichts zu tun, dann langsam aber sicher in Richtung rote Null rutscht oder dann eben auch unter die Nulllinie. Und das sind Dinge, die ich alle schon erlebt habe. Als ich hier angefangen habe, lagen diese Unternehmen alle da nieder. Und heute sind wir in der glücklichen Lage, dass wir eben Gewinne erwirtschaften, auch erwirtschaften müssen, die sie auch benötigen, beispielsweise für die Refinanzierung ihrer Baumaßnahmen. Ich kann ja nicht ein Gebäude mit nur Eigenkapital finanzieren. Ich brauche natürlich als Unternehmen eben auch Kredite von Banken. Und die Banken, die schauen dann schon darauf, wie ist die Wirtschaftskraft eines Unternehmens? Was für eine Gewinnerwartung hat das Unternehmen? Das spiegelt sich dann wieder beispielsweise in den Zinskonditionen. Wenn ich eben ein Unternehmen habe, was so aufgestellt ist wie die ABG, sind die relativ günstig. Wenn ich eben jetzt eine schlechtere wirtschaftliche Situation hätte, zahle ich mehr Zinsen oder bekomme auch vielleicht weniger Fremdkapital. Und das hätte dann zur Folge, dass die Mietpreise noch weiter steigen. Ein großes Thema sind natürlich auch die Energiekosten. Sie sind ein Freund sowohl des Passiv- als auch des Aktivhauses. Dem Laien schwirrt da schon der Kopf. Können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, was das bedeutet, Aktivhaus, Passivhaus? Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das von passiven Wärmeeinträgen lebt. Ein gut gedämmtes Objekt, vielleicht vergleichbar mit einer Thermoskanne, was
als Wärme in dieses Gebäude oder in die Kanne, um es da an dem Beispiel vielleicht festzumachen, reinkommt, verlässt nicht unkontrolliert mehr diese Kanne, weil es eben hermetisch gedämmt ist. Und das lebt eben dann von den passiven Einträgen, zum Beispiel hier von der Beleuchtung, vom Herd zu Hause, von dem PC, vom Fernsehapparat. Das sind passive Wärmeeinträge oder auch die natürliche Person mit 37 Grad Körpertemperatur trägt eben dazu bei, dass diese Temperatur, der Wärmeeintrag, in dem Gebäude verbleibt. Und das führt deswegen darf man nicht lüften im Passivhaus. Doch, das ist ein Aberglaube, dass man da drin nicht lüften darf. Da kann man lüften, da muss man natürlich auch lüften, aber das Lüften wird einem in diesem Gebäude abgenommen durch eine Komfortlüftung. Das heißt, Sie haben ständig Frischluftzufuhr und die wird getauscht gegen die verbrauchte Abluft und die Restwärme aus der Abluft wird rausgezogen und dem Kreislauf wieder zugeführt. Und das Schöne daran ist, die Energiekosten, die Betriebskosten sind äußerst gering oder teilweise rechnen wir die gar nicht mehr ab. Und beim Aktivhaus ist es noch mehr. Da generiert das Haus mehr Energie, als die Bewohnerinnen und Bewohner verbrauchen. Aber vom Prinzip die gleiche technische Grundkonstruktion. Und was wird mit der überschüssigen Energie gemacht? Beim Aktivhaus in der Speicherstraße, wo wir ein Gebäude derart realisiert haben, wird die überschüssige Energie nicht ins öffentliche Netz eingespeist, sondern in Speichermedien im Gebäude gehalten, in der Batterie und im Pufferspeicher, da ist das Medium dann Wasser. Aber das Bauen solcher Häuser ist natürlich erheblich teurer als das Bauen herkömmlicher Häuser. Das ist ein Stückchen teurer. Ein Stückchen. Also wenn Sie ein Passivhaus nehmen und vergleichen das mit dem Gebäude, was die Energieeinsparverordnung erfüllen muss, dann sind das Mehrkosten von vielleicht zwischen 5% und 7% heute. Wenn Sie aber ein Stück weiterdenken, beispielsweise an das Jahr 2020, dann schreibt die Europäische Union verbindlich für alle Mitgliedstaaten vor, dass Neubauten überall nur noch einen Standard erreichen dürfen, der heißt nahe Null Energiehaus. Und dann sind Sie eben auf dem Niveau, wie das heute von uns realisiert wird. Die Wärmedämmung hat zu einer optischen Vermüllung der städtischen Landschaften geführt. Überall sieht man oder ahnt man Styropor. Ich klopfe da immer gegen, es gibt so ein dumpfes, hohles Geräusch. Ist doch hässlich, oder? Jein. Ich mache mit Ihnen mal gerne eine Tour durch Frankfurt und dann zeige ich Ihnen mal das ein oder andere Objekt von uns oder auch von freundlichen Co-Investoren und dann werden Sie nicht den Unterschied erkennen, ob das ein Gebäude ist, was eine Wärmedämmung auf der Fassade hat oder ein Gebäude, was keine Wärmedämmung hat. Klar, wenn Sie dran klopfen, dann hören Sie das, aber das halte ich jetzt nicht für so problematisch. Okay. Ich würde natürlich auch nicht jetzt die gesamte Republik dämmen, also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Gebäude mit einer Klinkerfassade und lassen das alles hinter einer weißen Wärmedämmung verschwinden. Ja. Genau, das will ich nicht machen. Herr Juncker, die IAA hat uns jetzt so eine Idee gegeben dafür, wie sich die Technik wandeln kann, Stichwort Digitalisierung. Wird es im Wohnen in absehbarer Zeit vergleichbare Trends geben? Wird es etwas ganz Neues geben, Entwicklungen, die wir noch kaum ahnen können? Die selbstfahrende Wohnung zum Beispiel. Das ist eine gute Idee, ja. Da könnte man die Wohnung dann dahin bringen, wo man sie gerade benötigt. Nein, das sehe ich in der Form sicherlich nicht. Es wird in der Wohnung sicherlich Assistenzsysteme geben, altersgerechte Assistenzsysteme, AAL. Das wird es geben, das haben wir auch in Frankfurt die dann bereits. Was können? Die können dann zum Beispiel Sie unterstützen oder Hilfe rufen, wenn Sie eine Situation haben, aus der Sie sich persönlich eben nicht mehr befreien können. Oder es wird sicherlich Digitalisierung geben, beispielsweise in unserem Aktivhaus. Da können Sie ansteuern, eben den Wäschetrockner oder die Waschmaschine zu einer bestimmten Zeit, wenn eben genügend Strom produziert wird, dann setzt sich die Maschine eben in Bewegung und nutzt den Strom eben dann zu den günstigen Zeiten. Das sind sicherlich Dinge, die jetzt verstärkter kommen. Smart Home, Smart Living, aber jetzt eine generelle Digitalisierung, das sehe ich nicht. Sie haben es schon kurz angedeutet, die AGW unter Ihrer Führung ist eine Erfolgsgeschichte. Als Sie Anfang der 90er Jahre dort eintraten, lag die Gesellschaft im Prinzip da nieder. Jetzt hat sie einen Gewinn von 68 Millionen Euro ausgewiesen. Wie haben Sie das geschafft? Anfang der 90er Jahre, als ich hier angefangen habe, lagen die tatsächlich bis auf eine Gesellschaft alle da nieder. Oder als damals die Vorgängergesellschaft der PwC Bewertungsgutachten erstattet hat, waren zwei oder drei dieser Gesellschaften so kurz vorm Konkurs damals. Das hat seinen Grund darin gehabt, dass man in den vergangenen Jahrzehnten vorher notwendige Maßnahmen, die man als Unternehmen umsetzen muss, nicht umgesetzt hat. Beispielsweise moderate Mieterhöhungen. Das hat man nicht gemacht, weil das politisch ein unschönes Thema ist. Und dann führt das eben dazu, dass ein Unternehmen sich immer weiter eben in Richtung Boden entwickelt.
Und als ich das Unternehmen übernommen habe, gab es eben dann drastische Maßnahmen, die wir umgesetzt haben. Einmal eben auch moderate Mieterhöhungen, aber eben auch Abbau von Personal. Wobei Personal nicht abgebaut wurde unten, sondern ich habe gesagt, in Frankfurt wird die Treppe von oben gekehrt. Das heißt, wir fangen oben an. Wenn ich mal überlege, früher gab es in jeder dieser Gesellschaften mindestens 2 oder 3 Geschäftsführer oder Vorstände und eine entsprechende Anzahl von Prokuristen. Und das haben wir alles eingedampft. Heute ist das Unternehmen sehr schmal geführt. Es gibt 2 Geschäftsführer, die dann eben in Personalunion auch eben die Tochtergesellschaften vertreten. Und auch auf der zweiten Ebene haben wir drastische Einsparmaßnahmen durchgeführt, Arbeitsabläufe optimiert und aber auch Geschäftsbereiche eingestellt, die nicht gewinnbringend waren. Und aber auch, und das muss ich auch sagen, am Anfang sehr einschneidende Maßnahmen. Heute reden wir über Wohnen im Umland, was notwendig ist. Mitte der 90er Jahre musste ich 2300 Wohnungen im Umland verkaufen, um Mittel zu generieren, um eben überhaupt einen in dreistelliger Millionenhöhe vorhandenen Instandhaltungsstau abarbeiten zu können. Das haben wir Gott sei Dank heute hinter uns. Es liegt in der Natur Ihrer Aufgabe, dass sie auch eminent politisch ist, auch in die Mühlen der Parteipolitik geraten kann und gerät. Sie selber sind aus der SPD aus und in die CDU eingetreten. Was waren Ihre Beweggründe? Meine Beweggründe waren damals die Verhaltensweisen der damaligen Spitzenkandidatin Ypsi Land, die zunächst gesagt hat, mit uns nie eine Koalition mit den Linken. Und späterhin hat sie genau das umgedreht und da habe ich gesagt, das hat mit Glaubwürdigkeit nichts mehr zu tun. Zweitens, einen derartigen Linksruck kann ich nicht mittragen und dann bin ich aus der SPD ausgetreten. Ihr Aufsichtsratsvorsitzender ist der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Herr Feldmann trägt die Sorge um zu hohe Mieten, gerade für schwache Einkommen. Und er empfiehlt, dass Sie, die ABG, Ihre Mieten einfrieren sollen. Das ist nicht Ihre Ansicht. Nein, das ist nicht meine Ansicht, aus mehreren Gründen. Einmal muss man sich mal vor Augen führen, wie hoch die Durchschnittsmieten der ABG-Wohnungen sind im preisfreien Bereich. Preisfrei heißt, das sind Wohnungen, die nicht der Sozialbindung unterliegen. Genau. Die liegen bei 7,72 Euro. Und wenn Sie das vergleichen mit den Durchschnittsmieten, die die IHK ermittelt hat, die liegen irgendwo bei 10 Euro, dann sieht man daran, dass wir eben unterhalb der Durchschnittsmieten sind, zum Ersten. Und wenn Sie diese 7,72 Euro jetzt mal in Relation setzen zu Mieten im geförderten Bereich, da gibt es in Frankfurt ein Mittelstandsprogramm, das richtet sich an Personen, die zu viel verdienen, um Anspruch auf eine Sozialwohnung zu haben und zu wenig für einen preisfreien Bereich. Da liegen die Durchschnittsmieten bei in etwa 8,15 Euro. Das heißt, wir liegen mit dem großen Bestand der Altbauten, der ABG-Wohnungen, unterhalb dieses geförderten Mietniveaus. Zum einen. Zum anderen errichtet die ABG eine ganze Vielzahl von geförderten Wohnungen bei Neubaumaßnahmen und bedient beispielsweise die Stadt Frankfurt auch bei Belegankäufen, um eben Wohnungen dem Markt zuzuführen für Sozialwohnungsberechtigte. Und wenn Sie Mieten einfrieren, dann hat das die Konsequenz, die ich vorhin beschrieben habe, das Unternehmen ändert sich drastisch, was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, was die Refinanzierung anbelangt. Und dann sage ich auch, warum soll ich jemanden subventionieren, der nicht subventionsbedürftig ist? In den Wohnungen der ABG wohnt ja nicht nur der Busfahrer, da wohnt auch der Deutschbanker. Und warum soll ich den subventionieren? Der ist doch dazu in der Lage, eine entsprechende Miete zu bezahlen. Das erschließt sich mir nicht. Und zum Dritten kommt noch mit hinzu, wenn ich Mieten politisch administriere, dann dürfen die bei der Erhebung des Mietspiegels nicht herangezogen werden. Und dann kehrt das genau das um, was man damit erreichen will. Dann würden die Mieten der ABG bei der künftigen Erhebung des Mietspiegels außen vor bleiben müssen. Und dann gehen die Mietspiegelmieten nach oben. Das kann sicherlich nicht gewollt sein. Hat der Oberbürgermeister Verständnis für Ihre Position? Ich denke mal, der Oberbürgermeister hat Verständnis für meine Position, vertritt seine Position. Das ist sein gutes Recht als Politiker. Ich vertrete da eine andere Auffassung. Sie haben aber durchaus auch Konfliktbereitschaft gezeigt mit Herrn Feldmann. Einmal hat er in einer bestimmten Situation ein Pamphlet einer linken Splittergruppe verlesen. Und Sie sagten, es wäre Ihnen lieber gewesen, er hätte Ihre Position, die Position der Gesellschaft, deren Aufsichtsratsvorsitzender ist, vertreten. Das sehe ich nach wie vor so. Meine Aufgabe und meine Position ist, das Unternehmen zu vertreten. Und wenn er als Aufsichtsratsvorsitzender auftritt, dann muss er das auch, das tut er auch.
Ich fand es nicht gut, aber das war seine Entscheidung, wie er in dieser Situation aus seiner Sicht deeskalierend wirkt. Ich hätte es anders gemacht, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Jetzt sagen Sie nur ganz kurz noch eins, was ich nicht verstanden habe. Sie sprachen von Belegrechten kaufen. Was ist das? Wie geht das? Belegrecht kaufen heißt, ich habe eine Wohnung, die nicht der Sozialbindung unterliegt und diene die der Stadt Frankfurt an, in dem Fall, die dann für diese Wohnung einen Sozialwohnungsberechtigten vorschlagen kann. Und der Vermieter, der bekommt dann von der Stadt Frankfurt eine Differenz zwischen der Fördermiete und der normalen ortsüblichen Vergleichsmiete. Ein Geschäft, von dem beide gut leben können, die Stadt Frankfurt, der Sozialwohnungsberechtigte und der Eigentümer auch. Herr Juncker, Sie sind gebürtiger Gießener. Ja. Sie kamen 1976 zum Studium nach Frankfurt. Ja. Welchen Eindruck machte die Stadt auf Sie damals? Damals war das eine sehr unwirtliche Stadt gewesen. Und wenn man beispielsweise vom Feldberg auf Frankfurt geguckt hat, dann hat man Frankfurt unter einer Dunstglocke wahrgenommen. Und heute ist das eine in höchstem Maße lebenswerte, liebenswerte Stadt mit viel Grün. Heute sehen Sie, wenn Sie vom Feldberg runter gucken, bis in den Odenwald über Frankfurt hinweg, ersehen eine wunderbare Skyline, die es in anderen Städten in dieser Republik oder auch in Europa so nicht gibt. Also eine Stadt, in der man sich wohlfühlen kann. Eine Stadt für alle. Warum hat Frankfurt trotzdem immer noch dieses nicht besonders gute Image? Ich glaube, das ist ein Image, was der Stadt wahrscheinlich immer anhaften wird, was ja auch von dem einen oder anderen immer geschürt wird. Wenn Sie die Kriminalitätsstatistiken lesen, dann ist ja das auch verständlich, warum die relativ hoch eben angesiedelt ist. Da fließt alles rein, was beispielsweise auch mit dem Flughafen zu tun hat. Und wenn man das wieder raus subtrahieren würde, dann wäre das sicherlich auch auf einem normalen Niveau. Mhm. Aber es dauert lange, bis so ein das Image sich, sich wandelt. Ja. Herr Juncker, was ist die ABG in Ihren Augen vor allem? Ein Unternehmen, das haben Sie schon klar gemacht, aber ist es auch eine soziale Einrichtung? Ja, die ABG ist ein Wirtschaftsunternehmen mit einem sozialen Auftrag. Und beides in dieser Kombination ist darstellbar, wenn man eben Grundsätze der Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht lässt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch lebt, dass man eben bestimmte Sozialleistungen erbringen muss und auch erbringen kann. Wo liegen Ihre sozialen Leistungen jenseits der Mietpreise? Nehmen Sie beispielsweise mal Siedlungsservice. Das ist ein Versuch, den wir mal vor mittlerweile, glaube ich, auch 10 Jahren unternommen haben. Da hat uns umgetrieben, es gibt eine langsam stetig steigende Überalterung der Bevölkerung. Das macht sich natürlich dann auch in unseren Wohnungen bemerkbar. Und wir haben damals gesagt, wir versuchen mal mit der BIWAG, einer Tochtergesellschaft der WISAG, gemeinsam Langzeitarbeitslose in ein Beschäftigungsverhältnis zu führen, was davon geprägt ist, dass man alten und gebrechlichen Personen Hilfeleistungen anbietet. Zum Beispiel ein ganz banales Beispiel. Wechseln Sie mal in einer 3 Meter hohen Küche eine Glühbirne, das kriegen wir 3 noch hin. Und wenn Sie jetzt aber eine 85-jährige Witwe sind, dann wird das ein größeres Unterfangen. Dann würde ich Ihnen nicht empfehlen, sich da auf den Küchentisch zu stellen, wie wir das vielleicht machen würden. Wenn Sie einen Elektriker rufen, dann wird er Ihnen sagen, ich kann bei Ihnen einen E-Check machen für 170 Euro, aber eine Glühbirne wechseln, das mache ich nicht. Und wenn er es trotzdem macht, dann zahlen Sie mit An- und Abfahrt vielleicht 50 Euro. Und wir haben eben diese Langzeitarbeitslosen in ein Beschäftigungsverhältnis gebracht, die genau solche Dienstleistungen erbringen. Das Aufhängen der Gardinen, das Reinigen der Treppe, Kleinreparaturen. Das sind Dienstleistungen, die wir ergänzend anbieten, weil wir sagen, Service hört nicht an der Fassade auf. Wir müssen eben mehr tun. Und dann ist etwas geschehen, was ich noch nie erlebt habe. Der Vermieter wird von dem Mieter gelobt. Das ist relativ ungewöhnlich. Wir loben ja auch nicht das Finanzamt dafür, dass es uns einen Steuerbescheid schickt. Und da gibt es viele Leute, die damals gesagt haben, wir danken Ihnen dafür, dass Sie das eingeführt haben. Jetzt haben wir eine Gewissheit, wenn wir eben in eine solche Situation kommen, dann können wir auf diesen Siedlungsservice zurückgreifen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir das mittlerweile ausgeweitet haben von einem Versuchsfeld, in Anführungszeichen, im Frankfurter Stadtteil Gallus, fast flächendeckend auf unsere Bestände in ganz Frankfurt, mit wirklich wachsender Zunahme. Herr Juncker, Frankfurt wächst jedes Jahr um ungefähr 15.000 Einwohner. Die kommen nicht zu Besuch, die Leute, die bleiben und die brauchen Wohnungen. Wie und wo diese Wohnungen entstehen sollen, ist schon schwieriger zu beantworten. Gehen wir die Optionen einmal nacheinander durch. Im Norden der Stadt gibt es landwirtschaftlich genutzte Flächen, die bebaut werden könnten. Wäre das eine gute Idee? Also der Planungsdezernent der Stadt Frankfurt, Olaf Kunitz, hat eine ganze Vielzahl von Bebauungsgebieten ausgewiesen, für die Baupläne oder Bebauungspläne gerade erstellt werden. Da denke ich, ist er gut unterwegs. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man auch untersuchen muss, maßvoll und mit
einer gewissen Beachtung eben auch der Interessen der dort lebenden Personen, Nachverdichtung und beispielsweise, und der Ökologie, das spielt auch mit einer Rolle. Man kann nicht alles zuzementieren und zubauen, das muss man eben unter Beachtung dieser Gesichtspunkte tun und dann wird da, glaube ich, auch was draus. Oder gucken Sie mal, es gibt zum Beispiel 50er-Jahre-Siedlungen, die erhebliche Potenziale für eine Nachverdichtung haben, ohne dass der Mieter, der da heute lebt, nachhaltig gestört wird. Und wenn man das alles realisiert, dann kann man sicherlich was tun und auch vor allem dann, wenn man sich vor Augen führt, dass Wohnen nicht an der Grenze der Stadt Frankfurt Halt macht. Das ist eine Gesamtaufgabe der Region und dieser Verpflichtung hat sich die Region in Gänze zu stellen. Nachverdichtung haben Sie erwähnt, also da, wo noch luftig gewohnt wird, sozusagen die Sache zu verdichten. Da könnte was gehen. München ist zum Beispiel sehr viel dichter bebaut als Frankfurt. Gilt trotzdem als Stadt mit Herz. Ja. Trotzdem macht man sich keine Freunde natürlich bei denjenigen, die da wohnen. Wie reagieren Sie auf Widerstände der Bevölkerung, die schon da ist, wenn es ums Nachverdichten geht? Also zunächst mal gibt es natürlich auch Nachverdichtungspotenziale in Flächen, die man sich normalerweise für Wohnen gar nicht vorstellen konnte, vor Jahren zum Beispiel. Die Bürostadt in Niederrad. Da hat die Stadt Frankfurt einen Bebauungsplan aufgestellt und heute sehen Sie, erfreut sich die Bürostadt einer Nachfrage auch für Wohnen. Allein die ABG ist da mit rund 700 Wohnungen engagiert, aber auch private Dritte, die eben sich jetzt dieses Gebiet erschließen, ohne dass der Büronutzer dort vertrieben wird, weil wir immer sagen, eine friedliche Koexistenz zwischen Wohnen und Gewerbe. Davon lebt die Stadt. Und ansonsten, wenn Sie jetzt in Siedlungsbereiche gehen, dann setzen wir immer auf Überzeugung, auf den Diskurs mit den Mieterinnen und Mietern, die dort leben, um denen eben klarzumachen, das führt nicht dazu, dass jetzt ein Betonklotz irgendwo vor das Schlafzimmerfenster gestellt wird, sondern dass das durchaus qualitätsvolles Wohnen sein wird und auch sein muss, sonst würden wir das nicht tun. Aber Kleingärtner, Schrebergärtner zum Beispiel sind im Zustand höchsten Alarms und machen sich auch schon vernehmlich. Ja, also Kleingartenanlagen haben ihre Berechtigung und an Kleingartenanlagen würde ich jetzt auch nicht unbedingt dran gehen. Aber es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Flächen, die man untersuchen kann, die man untersuchen muss. Das macht die Stadt Frankfurt, das machen wir, da spielen Konversionsflächen eine große Rolle. Und wie man sieht, sind wir ja auch hin und wieder in der Grundstücksakquise erfolgreich, um eben Flächen für einen Wohnbau zu erschließen, an die man früher gar nicht gedacht hätte. Die dritte Variante wäre wie das Modell London. Da ist man manchmal eine Stunde in die City unterwegs, dass man in Mannheim arbeitet und in Mannheim wohnt und in Frankfurt zur Arbeit fährt. Ist das eine ernstzunehmende? Nein. Also wir sagen, Wohnen ist eine Aufgabe der Region und wir haben mal definiert, all das, was vom ÖPNV gut erschlossen ist, das eignet sich. Im Norden beispielsweise ein Engagement von uns gerade in Friedberg. Das wäre für uns so die äußerste Grenze, wie man eben Wohnen als Region darstellen kann. Ich würde jetzt nicht einer Zersiedlung Vorschub leisten wollen, aber das, was eben vom ÖPNV gut erschlossen ist, das sollte man dann auch für eine Wohnbebauung heranziehen. Und da hat man in den vergangenen Jahren viel verkehrt gemacht, indem die Frankfurter gesagt haben, wir exportieren Sozialmieter eben ins Umland. Das machen wir nicht. Wenn wir im Umland bauen, dann immer nur kooperativ mit der jeweiligen Belegenheitsgemeinde, aber nicht konfrontativ. In der Tat ist dieser Vorwurf ja da und dort geäußert worden. Sie bauen in Offenbach, in genau. Friedberg und dieser böse Verdacht eben des Sozialexports, die Frankfurter umhätscheln die Wohlhabenden und bei uns bauen sie Sozialwohnungen, ist Ihnen ja entgegengebracht worden. Das ist uns entgegengebracht worden, aber wir klären dann immer auf und sagen, das machen wir nicht. Wir bauen gerne in den Nachbarstädten, aber wie gesagt, nur kooperativ. In Offenbach beispielsweise sind wir mit der Initiator dafür gewesen, dass die Hafeninsel in Offenbach überhaupt jetzt eben fertig entwickelt werden konnte. Und wenn Sie da heute reingehen, dann sehen Sie, das ist ein wunderbares Quartier, Wohnen am Wasser, mitten im Rhein-Main-Gebiet. Das wäre sicherlich ohne die ABG nicht darstellbar. Und wir machen eben nicht mehr diesen Fehler von vor 25 Jahren zu sagen, die Nachbargemeinde interessiert uns nicht, es gelten nur die Interessen von uns, das tun wir nicht. Sehen Sie über die genannten Optionen, also neue Baugebiete ausweisen, Nachverdichtung, Kooperation mit dem Umland hinaus noch weitere Möglichkeiten? Es gibt natürlich auch bei einer Wohnimmobilie irgendwann das Ende des Lebenszykluses. Es wird auch dort Objekte geben, die man abreißen muss, weil sie eben wirtschaftlich vertretbar nicht gehalten werden können. Und wenn Sie eben, was wir auch hin und wieder machen, Wohnimmobilien abreißen und durch neue ersetzen, dann hat das in der Regel zur Folge, dass Sie eben mehr Wohnraum errichten können, als das, was vorher dort stand. Und wenn man das auch sozialverträglich macht und beispielsweise eben dann auch geförderte Wohnungen errichtet, dann gibt es da eine ganze Reihe von Potenzialen. Wie lange hält eigentlich so ein ABG-Haus?
Da gibt es Gebäude, die sind 150, 200 und noch viele Jahre älter. Das hängt eben mit guter Pflege zusammen. Aber es gibt dann auch Wohnungen aus den 1950er Jahren, die mit TVG-Steinen, mit Trümmerverwertungssteinen errichtet worden sind. Da ist dann irgendwann das Ende des Lebenszykluses erreicht. Herr Juncker, zu Ihrer Person. Sie sind Jurist. Was hat Sie in die Wohnungswirtschaft verschlagen? Ich habe, bevor ich in die Wohnungswirtschaft kam, mal ganz andere Sachen gemacht, nämlich wirklich als Jurist gearbeitet und auch in Bereichen, bei denen ich immer froh bin, wenn mir jemand begegnet, dass ich in meinem Vorleben mit ihm nichts zu tun gehabt habe. Ich war nämlich mal bei einer Ermittlungsbehörde für Wirtschaftsstrafsachen. Und irgendwann hat mich der damalige Kämmerer der Stadt Frankfurt gefragt, ob ich mir den vorstellen könnte, vielleicht, der Kämmerer Grüber war das damals, 1991, ob ich mir vorstellen könnte, für ihn zu arbeiten. Er hatte damals einen Jurist gesucht, der sich mit Beteiligungsmanagement auseinandersetzen sollte. Und das war eine reizvolle Aufgabe, die habe ich wahrgenommen. Und dann war meine Aufgabe eben, diese 5 Wohnungsbaugesellschaften möglichst unter ein Dach zu bringen. Und als das Konstrukt stand, hat er gesagt, wir müssen es auch mit Leben füllen. So kam das. Sie sind in gewisser Weise auch so eine Art Geheimwaffe der Stadt Frankfurt, denn Sie bauen nicht nur Wohnungen, Sie waren zuständig für das FSV-Stadion, Sie sind zuständig für den Kulturcampus, für den Bau der Goethe-Höfe und die Erweiterung durch das Romantikmuseum. Was können Sie besser als andere? Wir gehen unkompliziert an solche Projekte dran. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns eben auszeichnet, was unsere Stärke ausmacht. Wir ermitteln eben vorher im Rahmen der Grundlagenermittlung, was ist dort zu errichten, wie muss das errichtet werden. Und dann gehen wir eben in sehr konsequent durchdefinierte Prozesse rein. Und die führen dann eben dazu, dass wir unter Beachtung von Zeit und finanziellen Mitteln in der Regel das errichten, was der Auftraggeber gerne möchte. Und das machen wir, wie gesagt, zum Teil etwas unkonventionell, indem wir sagen, wir machen das, wir errichten das einfach. Und wie man sieht, ist das durchaus in den meisten Fällen von Erfolg gekrönt. Wären Sie gerne Unternehmer geworden? Oder sind Sie im Prinzip Unternehmer? Ich denke unter mal, Bedingungen. Unter anderen Bedingungen, ja. Herr Jucke, der ABG gehören auch Polizeiwachen, wie Sie uns vorhin sagten. Ja. Haben Sie da Vorteile bei der Parkplatzsuche? Leider nicht. Also wenn ich falsch parke, dann bekomme ich genauso ein Ticket wie alle anderen auch, leider. Gut so. Ja, gut so. Aber Sie, zu Ihnen gehören wie viel? 30.000 Parkplätze? Also wir haben 51.000 Wohnungen und rund 30.000 sonstige Einheiten. Das sind eben, wie gesagt, die verschiedenen Polizeireviere, das sind Kindertagesstätten, das sind Bankgebäude, das sind Verwaltungsgebäude. Das sind Parkplätze. Beispielsweise gehören uns fast alle Innenstadtparkflächen. Das Parkhaus Börse, das Parkhaus Goetheplatz, das Parkhaus am Gericht. Sie sind dafür verantwortlich, dass man da so viel zahlen muss. Ich freue mich immer über das Bargeld. Das klingt mir da noch schön. Finden Sie die Parkgebühren angemessen? Ich finde die angemessen. Also wenn Sie das mit anderen Großstädten vergleichen, dann würde ich sagen, ist das in Frankfurt angemessen. Ja, da ist natürlich noch höher, ja. Herr Juncker, Sie sind jetzt 58 Jahre alt. Was planen Sie noch so? Ja, ich habe gerade, Gott sei Dank, meinen Vertrag bei der ABG verlängert bekommen. Um 5 Jahre. Der läuft jetzt, der läuft jetzt bis 31.12.2021. Trotz gelegentlicher Differenzen mit dem obersten Dienst. Das ist wie in allen anderen Beziehungen auch. Da gibt es mal Differenzen und dann spricht man sich aus und dann wird das auch alles wieder gut. Und das ist jetzt noch eine lange Zeit bis 2021 und danach sehen wir mal. Das größte Projekt, das da bevorsteht, ist welches? Im Moment sind das 2 große Projekte. Einmal der Kulturcampus Bockenheim. Das ist eine Herausforderung. Der wird was? Der wird was. Da gehe ich fest von aus, dass der was wird. Vielleicht etwas zeitlich verzögert, aber der wird was. Und dann haben wir im Moment ein weiteres großes Projekt in der Nähe von unserer Zentrale, der Güterplatz. Ein Areal, was auch lange Zeit als nicht lösbar und als nicht bebaubar galt, ob der vielen Schwierigkeiten. Und wir haben das Gelände von Bosch erworben und realisieren es jetzt. Meine Damen und Herren, haben Sie vielen Dank fürs Zuschauen. Das war wieder interessant mit Herrn Juncker. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.